Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir Olaf Kapinski und heute mit Herrn Kreuter mal wieder. Das ist eine, Sie sehen es, oder wenn Sie im Podcast sind, müssen Sie es mir jetzt glauben, wir haben gerade Sonntagabend und ich bin gerade live in der Vertriebsoffensive, in der virtuellen Vertriebsoffensive. Und weil ich in der Community schon so viel gehört habe, dass Menschen gar nicht wissen, was das ist oder das seltsam finden oder komische Meinungen dazu haben, dachte ich mir, ach, wir sprechen heute mal über Dirk Kreuters Vertriebsoffensive. Genau, wenn Sie Dirk Kreuter kennen, wenn Sie die Vertriebsoffensive kennen, dann können Sie vielleicht sogar gleich weiterschalten. Wenn Sie die noch nicht kennen, dranbleiben. Wenn Sie sich verbessern wollen, auch dranbleiben. Und wenn Sie mal hinwollen, leben-führen.de/episode321, da gibt es einen Link direkt zur Vertriebsoffensive. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal los und fangen mal an. Gut, so, okay. Thanks. So, das ist im Hintergrund Dirk Kreuter in der Vertriebsoffensive. Und wie wir sehen können, ist das alles sehr virtuell. Ich bin hier in meinem Aufnahmestudio im Desktop. Und jetzt, guck mal, jetzt fängt auch gleich die Pause an und damit nehmen wir den Teil doch hier gleich mal und beenden ihn. Und ich nehme sie mal mit hier in meine Präsentation, damit wir hier ein bisschen Gas geben können. Vertriebsoffensive. Das ist so das Flaggschiff-Programm. Entschuldigung, dass ich hier noch ein bisschen rum so. Jetzt habe ich mich sortiert hier. Meine Güte, das ist auch wieder aufwendig. Sie haben es gesehen. Wenn Sie jetzt den Podcast hören, dann haben Sie gesehen, wie mein Schreibtisch aussieht mit den Displays, mit der Kamera drauf, mit der Beleuchtung und so weiter und so fort. Das ist meine normale Studio-Umgebung, unter anderem auch, wo ich die Podcasts aufnehme. Und warum brauche ich sowas, wenn ich zu fremden Leuten ins Webinar gehe? Das erkläre ich gleich. Vertriebsoffensive ist von Dirk Kreuter das so sein Standardprogramm. Das ist so das Teaser-Intro-Eingangsprogramm. Und natürlich, wer Dirk Kreuter noch nicht kennt, muss ich den erklären? Nee, oder? Den muss ich nicht erklären. Okay, also Dirk Kreuter, größter, also nach eigener Aussage, erfolgreichster Verkaufstrainer Europas und macht den Vertriebsoffensive-Podcast. Also Dirk Kreuter macht den Dirk Kreuter Vertriebsoffensive-Podcast. Und wenn Sie von Dirk Kreuter noch nichts gehört haben, dann haben Sie auch die Leben führen Episode 300 verpasst. Zum Jubiläum habe ich mir nämlich Dirk Kreuter eingeladen. So, viele haben, oder Dirk Kreuter polarisiert, sehr bewusst auch. Der sagt, also Dirk Kreuter ist so für manche so ein bisschen das rote Tuch und war für mich auch, als der angefangen hat mit seinem Podcast, war ich schon ein Jahr dabei. Und dann hat mir, ich glaube, Bernd Gerob den mal empfohlen, hier musste man den Kreuter reinhören. Der war damals der Erste, der einen professionellen Podcast gemacht hat. Also mit professionell meine ich, der hatte Leute hinten dran. Bis dato, bis Dirk Kreuter angefangen hat, damit waren Podcasts, so One-Man-Shows wie heute, ein paar davon haben ja überlebt, also so Bernd Gerob und Olaf Kapinski. Mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein. Mir fallen viele ein, die aufgehört haben. Und der fing gleich mit der Mannschaft an, mit Mischleuten, also mit Leuten, die Audios gemacht haben, Trim, Tram, Trullala. So, und dann hörte ich so einem typischen Vertriebs-Donkey zu, der dann auch noch mit Oh, Attacke endete, wo ich so dachte, Alter, du, auf dich habe ich doch schon überhaupt keinen Bock. Und das war dann so ein Jahr lang Pause, da habe ich den überhaupt nicht mehr angehört. Und dann bin ich irgendwann, nach einem Jahr oder so, bin ich dann wieder draufgekommen, dann nochmal wieder reinzuhören, letzten Endes auch, weil ich über ein paar andere Ecken die Zahlen gesehen habe, die der so macht. Und also die Downloadzahlen und die, was er insgesamt so treibt. Und da war dann für mich so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich nehme den Dirk Kreuter hier mal weg, wo ich dann gesagt habe, okay, egal, was ich mag oder nicht mag, ich bin nicht unbedingt der Maßstab. Das, was der Typ treibt, scheint ja gut zu funktionieren. Und viele Leute scheinen das auch gut zu finden. Also, sein Podcast ist bei weitem größer als der Leben führen Podcast. Sehr zu meinem Elend. Also da hilft jetzt auch das Ego nicht. Also gucken wir einfach mal hinterher, was der so tut. So, und da ist dann, da bin ich dann wieder an der Kreuter rangekommen. Und mittlerweile habe ich an vielen Stellen, wo ich immer noch, wo ich ja auch mit mir mittlerweile im Reinen bin, wenn ich selber polarisiere, wo ich bei Dirk bei manchen Stellen immer noch so ein bisschen mal schlucken muss und denke so, jetzt hat er gerade den Marketinghut auf. Und ganz viel von dem, was er so beschreibt, macht so im Nachgang auch Sinn. Also,
Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kräuter oder die Vertriebsoffensive ist sein Eingangsprogramm, sein Intro-Programm. Ich kann es nur empfehlen, auch für Leute, die sagen, nee, mit diesem Vertriebsaffen will ich nichts zu tun haben, der ist mir zu doof, blablabla, mag ich alles nicht. Weil gerade jetzt die Vertriebsoffensive Virtual, also die wir jetzt hier so virtuell betrachten können, ist, und ich könnte uns die einfach mal wieder anmachen. Ja, genau, guck mal. Wir sehen jetzt gerade so im Hintergrund so ein paar Impressionen. Ich beschreib ihn gleich für die Leute, die auch nur, also die das Video jetzt nicht sehen können, beschreibe ich gleich, was wir da sehen. Die Vertriebsoffensive virtuell kostet 50 Euro, 100 Euro, je nachdem, wann und bei wem sie einkaufen. Wie gesagt, auf leben-führen.de/episode 321 ist ein Affiliate-Link von mir zur Vertriebsoffensive, dann kriege ich irgendwie, keine Ahnung, 5 Mark oder so dafür, ist auch egal. Das ist ein super mächtiges Programm, wenn Sie sich drauf einlassen, wenn Sie das ertragen, dass Ihnen jemand mal ein bisschen richtigere oder andere Sachen sagt, die so aus Ihrer Komfortzone raus sind, aber da sind Sie ja genau richtig, sonst hätten Sie ja schon längst beim Leben führen Podcast schon abgeschaltet. Jetzt waren das bisher immer Großveranstaltungen, also Veranstaltungen im Sinne von in einer Messehalle. Ich selber habe meine erste Vertriebsoffensive, ich glaube, ich mache den mal wieder aus hier. Ich habe meine erste Vertriebsoffensive in Berlin gemacht oder mitgemacht und das war alles sehr, sehr geil. Fand ich zumindest, weil es offline war, also weil wir uns halt zusammengehockt haben, weil wir uns eben mit Leuten zusammengesessen haben und die Stimmung in so einem großen Saal, 3, 4, 5, 6.000 Leute, die dann zusammen irgendwie miteinander irgendwas anstellen, die ist einfach schon ein bisschen geiler als das jetzt das Virtuelle. Und auch da wieder der Nachteil, wir können den Nachteil mal zum Vorteil machen. Und zwar ist der Vorteil für Sie quasi eine winzig kleine Einstiegshürde. So, deswegen mein Rat, hinzugehen. Und mein Rat ist auch für Leute, die das dann cool gefunden haben, sobald es wieder geht, auf eine Vertriebsoffensive live zu gehen. Das ist unglaublich. So, also ich beschreibe Ihnen jetzt mal, was die Vertriebsoffensive virtuell, also was der Inhalt ist, ohne den Inhalt zu beschreiben. Ne? Dafür bin ich nicht der Profi. Und dann, wie ich aus meiner Sicht die virtuelle Vertriebsoffensive gegen die Live-Vertriebsoffensive abgrenze. Und ich kenne sogar Leute, wir haben auch einen Teilnehmer im Leadership Stars-Programm, der sagt, hör mal, die virtuelle ist viel, viel, viel geiler, weil da lassen mich diese ganzen Vertriebsjochens in Ruhe. Ja, der Meinung kann man sein. Wir fangen mal an. Also, Vertriebsoffensive. Die Inhalte sind natürlich aber es sind viele Übereinstimmungen mit dem, was ich im Leben für einen Podcast beschreibe. Da ist viel Kommunikation bei, der kommt manchmal aus einer anderen Richtung. Im Leben für einen Podcast geht es tiefer rein, na klar, weil ich habe nicht nur 2 Tage, sondern ich habe im Prinzip beliebig viele Episoden zur Verfügung. Da ist viel Kommunikation bei, da ist viel Motivation bei zum Thema Verkaufen. Darum geht es quasi den ersten Vormittag. Weil Verkaufen ein ähnlich schäbiges Image hat wie Führen oder Chef sein. Verkäufer sein, Chef sein. Wenn Sie das so einer Durchschnittsperson geben, diese beiden Begriffe, dann sprechen die schon nicht mehr. Und dann stehen sie auf der Party alleine da, weil sie sind irgendwie so einer von denen. Und dass da nichts Schlimmes dran ist, also dass man eine Führungskraft ist, ist nicht schlimm, das wissen wir. Und Leute, die der Kräuter zuhören, wissen auch, dass Verkaufen nichts Schlimmes ist. Und darum geht es im ersten Teil. Dann wird ein bisschen die Psychologie hinter Verkaufen beschrieben, inklusive ein paar Tipps und Tricks, wie man und vor allen Dingen, warum manche Verkaufsmaschen funktionieren, warum manche Verkaufsstrategien funktionieren. Und jetzt fängt's. Hier ist schon mal meine erste Empfehlung, selbst für Leute, die ein bisschen skeptisch ob dieses ganzen Themas sind. Hör mal, geh mal hin. Für noch weniger Aufwand erklärt dir keiner, warum du beim Mediamarkt schon wieder eine Waschmaschine gekauft hast. Und leider, ich habe beim Mediamarkt noch keinen brauchbaren Verkäufer getroffen, das sind alles Pfeifen. Falls da jetzt jemand arbeitet und sich auf den Schlips getreten fühlt, melden Sie sich gerne bei mir oder olaf@leben-führen.de, dann entschuldige ich mich auch offiziell im Podcast, aber ich glaube, das passiert nicht. Er selber bringt halt ganz viele Beispiele von Verkäufern, die eben nicht verkaufen, sondern die eben irgendwie andere Dinge machen. Und ganz viele von den Dingen, die da passieren, also die im Kopf passieren, wenn jemand mit ihnen spricht und der richtig weiß, wovon er spricht, so richtig weiß, wovon er redet, war bei mir ganz, 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 ganz viel. Also ich habe unglaublich viel mitgeschrieben beim ersten Mal. Ich halte das mal mit die Kamera. Warte mal, wo ist meine Kamera? Da.
Vertriebsoffensive live gibt es ein dickes Buch zum Vollschreiben und ich habe das Ding, also es ist wirklich vollgeschrieben bis zum geht nicht mehr. Sie können auch hören, erfahrene Leben führen Podcast Zuhörer können hören, an welchem Punkt ich auf der Vertriebsoffensive war. Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie mir das mal gerne, und zwar auf LinkedIn, also ich poste die Episode natürlich auf LinkedIn. Schreiben Sie mir mal runter, wann Sie glauben, was die erste Episode nach der Vertriebsoffensive vom Leben führen Podcast war. So viel kann ich zugeben, so viel kann ich zugestehen, es ist oberhalb der 250. So. Diese ganzen Ideen, warum, also wie das Gehirn tickt, wie wir Menschen Dinge erinnern, wie wir Dinge entscheiden, warum wir manche Dinge nicht entscheiden, warum wir manchmal Dinge entscheiden, ohne dass wir genau wissen, warum wir sie entschieden haben und so weiter. Das ist alles Führungszeug. Der Grund, warum die Vertriebsoffensive gerade Teil des Leben führen Podcasts ist, weil ich glaube, dass diese Themen fast identisch sind. Wer nicht entscheiden kann, hat keinen Erfolg, sagt Dirk Kräuter. Wenn ich an mir rumgucke, immer dann, wenn ich sage, da habe ich jetzt gerade keinen Erfolg, also ich habe meine eigenen Ziele nicht erreicht, gucke ich drauf und sage, okay, weil du an der Stelle nicht entschieden hast, dann lavierst du ja immer noch rum. Ich habe gestern Nachmittag eine Entscheidung getroffen, die fand ich ganz schön sportlich. So, weil mir jemand geholfen hat bei der Entscheidung. Ich glaube, führen und verkaufen ist fast dasselbe oder ist mindestens irgendwie so, naja, zwei Seiten von der gleichen Medaille wahrscheinlich. Sie brauchen die gleichen Attribute dazu. Es ist gibt einen Grund, warum Leadership Stars Programm verkaufen, also so ein Extrakt aus dem, was ich in den ganzen Dirk Kräuter Seminaren jetzt mittlerweile habe lernen dürfen. Warum das da mit drin ist? Weil das essentiell ist. Verkaufen heißt Einfluss gewinnen. Verkaufen heißt die Ideen an andere Leute ranbringen. Wenn Sie sagen, Sie haben keinen Einfluss in Ihrem Unternehmen, gerade wenn Sie ein IT-Leiter sind, naja, dann ist Vertriebsoffensive für Sie Pflichtprogramm. Und für alle anderen auch. Gerade die Quality-Leute, die zuhören, klagen ja sehr, sehr häufig, mir hört keiner zu, keiner mag mich, keiner liebt mich. Ja, genau, ich kann dir sagen, warum. Vertriebsoffensive gibt coole Insights da rein. Und jetzt ganz großer Disclaimer. Die Vertriebsoffensive ist eine riesen Marketing-Show von Dirk Kräuter für Dirk Kräuter. Da dürfen Sie sich keiner Illusion hingeben. Wenn Sie, nehmen wir mal die richtige Vertriebsoffensive, Sie sitzen in der Halle mit 2000 Leuten und Sie haben für den kompletten Tag mit jemandem wie Dirk Kräuter 200 Euro bezahlt, irgendwie so ein Peanuts-Betrag. Naja, dann, ja, wenn Sie in ein kostenloses Webinar von irgendwem kommen, brauchen Sie sich nicht zu beschweren, dass Sie hinterher irgendwie mal eine Idee bekommen, was der für verkaufte Produkte haben. Wer sich darüber beschwert, dass im Leben führen Podcast hin und wieder mal erwähnt wird, dass das Leadership Stars Programm die Türen aufmacht, was es im Juli macht, falsches Programm gewählt, ja? Also, in der Vertriebsoffensive pitcht der schon hart. Da gibt's für mich ganze Viertelstunden, wo ich sagen kann, jetzt weiß ich, was ich brauche noch einen Kaffee und dann kann ich rauslaufen. Zum Teil, weil ich weiß, was jetzt kommt und weil ich es nicht brauche. Also das ist meine zweite Vertriebsoffensive. Zum Teil, weil ich das schon habe. Zum Teil, weil ich einfach sage, ja, komm, hör auf, mit dem großen Programm, da kommen wir da in 2 Jahren wieder mit oder in einem. Das kann ich mir gerade gar nicht, also selbst wenn ich es wollte, könnte ich es mir nicht leisten. Das passiert schon. Und es werden auch immer mal wieder Loops geschlossen. Es wird immer mal wieder irgendwo was ein Pitch aufgemacht und wieder einer zugemacht. Sehr elegant. Mir macht das Ding einen Riesenspaß, weil es total entertaining ist, was Dirk auf der Bühne treibt. Ich glaube, der Begriff Rampensau. Wenn Sie den im Duden nachschlagen, dann ist da ein Bild von Dirk Kräuter. Geiler Typ, macht richtig Laune. Wie gesagt, sagt auch hin und wieder mal ein paar Dinge, die vielleicht manche Leute nicht so gerne hören wollen. So, jetzt, das ist erstmal so der Inhalt. Wir sind jetzt gerade 17, kurz vor 17 Uhr am Sonntagabend. Da ist er gerade im Bereich Online-Marketing. Ich muss zugeben, ich habe einfach keine Lust mehr jetzt langsam. Also mir ist jetzt, wenn ich überlege, okay, hörst du dir den Online-Marketing-Teil von Dirk Kräuter an oder machst du dein eigenes Online-Marketing für Montagmorgen, dann hat gerade, Sie hören es jetzt, das zweite gewonnen. Also Vertriebsoffensive läuft weiter. Ich mache jetzt die Aufnahme für morgen und dann gucke ich mir den Rest von der Vertriebsoffensive an und master das durch. So, das ist der Inhalt von der Vertriebsoffensive. Jetzt, was passiert überhaupt oder wie ist das Setup? Wir nehmen erstmal das Online-Setup. Das ist, also die Basis, die Trägerplattform ist Zoom. Und bitte nicht abschalten. Ich weiß, die hängen den ganzen Tag 8 Stunden in irgendeinem Zoom-Schrott rum. Das hier ist aus meiner Sicht die geilste Nutzung von Zoom für Großmeetings, die ich je gesehen habe. Ich probiere mal, ob wir reingucken können.
Ah, guck mal. Also, wer es jetzt nicht sehen kann, ich habe jetzt gerade hinter mir noch mal die Vertriebsoffensive laufen ohne Ton und ich, also es ist Olaf Kapinskis Vertriebsoffensive Zoom, deswegen sehen Sie hier dieses Olaf-Wasserzeichen und ich hoffe, dass ich für den Teil jetzt keinen in die Schnauze kriege von den Kräuterleuten. Ihr Lieben, ich nehme nur den Teil, ja, also bitte nicht verklagen. Sie sehen im Hintergrund, also Sie sehen Dirk Kräuter in der Totale mit einer guten Kamera aufgenommen, so, also besser als wenn es live wäre, also weil live sitzen irgendwie 20, 30, 50 Meter von weg. So, Sie sehen Dirk Kräuter und er hat nebendran eine digitale Tafel und der malt er jetzt rum und macht und tut. Im Hintergrund, jetzt sehen wir es gerade nicht, im Hintergrund sehen Sie ganz viele Zoom-Teilnehmer. Wir alle, wenn wir am PC sitzen, können wir maximal 50 Teilnehmer auf Zoom sehen und dann muss man irgendwie auf diesem Display hin und her scrollen und so weiter. Was die aufgebaut haben, die sind in einem Studio, kein Dirk Kräuter Studio, sondern die haben sich ein Studio gemietet. Dirk steht in so einem Zylinder. Der hat irgendwie, wenn ich so schätzen müsste, 15 Meter Durchmesser, 10 Meter Durchmesser. Und das ist eine Projektionsleinwand. Das heißt, Dirk selber steht in so einem Aquarium ringsrum umgeben von Zoom-Teilnehmern. Es sind aktuell ungefähr irgendwas um die 2000 Leute im Webinar. Das heißt, der sieht uns auch, weil der uns sieht. Jetzt mache ich den Teil, glaube ich, zu. Deswegen läuft meine normale Filmausrüstung hier mit. Deswegen habe ich vernünftiges Licht. Deswegen ist hinter mir der Greenscreen, weil die Leute, mit denen wir uns da unterhalten können oder die uns dann sehen, die sollen halt gleich sehen, mit wem es zu tun haben, nämlich mit Profi, wenn es um Video geht. Und ich will da nicht so ein verschisseltes Bild mit den Standard-Zoom-Hintergründen zeigen. So, Sie arbeiten viel über den Chat. Also das ist erstmal das Bild, was man sehen kann. Die arbeiten viel über den Chat. Jetzt stellen sich einen Chat vor mit 15 Leuten, die ein bisschen expressiv sind. Da läuft so ein Zoom-Chat ja gerne mal über. Was wir hier sehen, hier unten sind 145 Teilnehmer. Und ich dachte erst so, oh Gott, echt, mehr kommen nicht mehr? Nee. Die 2000 Teilnehmer, die man hinten an den Wänden sieht, also an der Videopro sieht, sind unterteilt in 150er-Chunks. Das heißt, Sie sind in einem Chatraum mit 150 Leuten. Das heißt, kann ich den mal aufmachen? Ich mach den wieder zu, da sind Namen drin, das will ich nicht zeigen, falls ich den Zuknopf finde. Schließen und schließen. So, der Chat ist übersichtlich. Da sind ein paar Leute vom Dirk Kräuter Team mit bei, wenn man also vernünftige Fragen hat, da gibt's da vernünftige Antworten. Aber der Chat fließt nicht über. Also das ist schon mal sehr, sehr lässig. Jetzt gibt es Pausen und wir hatten eben gerade, ich glaube, ich mache den Teil hier mal wieder zu. Wir hatten eben gerade schon die. So, da sind wir wieder. Wir hatten eben gerade schon Alexander, den Trainer gesehen. Das ist übernommen von der regulären Vertriebsoffensive. Also in den Pausen von der virtuellen Vertriebsoffensive passieren zwei Dinge. Standardmäßig, es gibt so am Tag drei Pausen. Standardmäßig werden die Teilnehmer in kleine, ich glaube so 10, 15 Leute, Untergruppen verteilt. Dann dürfen die auch die Mikrofone aufmachen und dann können die Teilnehmer miteinander interagieren und sprechen und reden. Die Idee dabei ist, das soll so was Ähnliches sein, wie wenn sie irgendwie auf einer großen Veranstaltung sind, so dieser Tisch am Buffet, wo man sich dazu stellt, ah, Tag, sind noch frei, kann ich mir, oh klar, kommen Sie ran, wir rücken ein bisschen zur Seite. So ist die Idee dabei. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich war am Montag, genau, diesen Montag vor 5 Tagen, in einem ähnlichen Format mit Chris Ducker, der das ganze Webinar, es war halt Chris Ducker, das war schon gut, aber lange nicht so professionell, wie das, was der Kräuter da abbrennt. Da waren allerdings die Pausen um Lichtjahre besser, also richtig viel besser. Die Leute haben miteinander gesprochen. Ich habe hier, glaube ich, in gestern und heute 3 brauchbare Gespräche geführt. Das war echt trocken. Unter anderem auch, da ist jetzt gerade so eine Firma, also eine komplette Firma mit dabei. Und also man kann es deutlich sehen, von den 50, die da teilnehmen, sind irgendwie 45 hingezwungen worden. Die machen halt auch die Mikrofone nie auf. Das ist alles ein bisschen ätzend. Aber die Idee dabei ist, das ist eine Vertriebsoffensive. Ergo gibt es einen Kanal, damit die Leute in den Pausen miteinander interagieren können. Das ist der eine Teil, der passiert. Dazu gibt es eine andere Pausenart. Da wird Sport gemacht. Ernsthaft, da wird Sport gemacht. Der Alexander, ich habe seinen Namen irgendwie gerade nicht mehr auf dem Zettel, ist ein Riesensporttrainer, Coach und ich habe den Typen live gesehen. Also wow, Alter. Also ich glaube, wenn ich Ihnen ein Wort sage und das, was Ihnen dabei im Kopf aufpoppt, ist der Typ. Ich sage Ihnen das Wort Adonis.
Der ist also geil. So, und der macht dann halt auf der Bühne Sport, den man mitmachen kann. Also sowohl, wenn sie live vor Ort sind, das waren die gleichen Übungen, ich hab's gesagt, ich war in Berlin live dabei, das ist jetzt nicht irgendwie Liegestütze und so ein Zeug, wenn sie einigermaßen schicke Klamotte haben oder ein Röckchen anhaben oder so, irgendwie dämlich aussehen, nein. Das ist alles Zeug, was sie Jackett aus und dann los, dann können sie da mitmachen. So, wird man davon schwitzig? Ja, ich zumindest, wahrscheinlich eher nicht. Macht aber den Kopf wieder frei. Also geile Mischung. So, dann hat er noch einen DJ jetzt dabei, der uns irgendwie in den Pausen entertaint und so weiter und so fort. Also, Vertriebsoffensive virtuell. Ich versteige mich mal zu der Aussage. Ich glaube, das ist das Beste, was sie virtuell Stand 2021 können. Also sie im Sinne von, was es auf der Welt geben kann. Das ist aus meiner Sicht die beste Interpretation von virtuellem Meeting, was es geben kann, von virtueller Veranstaltung, was es geben kann. Ich würde schätzen, sobald wir die VR, diese Virtual Reality Brillen am Start haben, kann es den nächsten Schritt geben. Ich müsste mich jetzt echt anstrengen, um mir vorzustellen, wie man das mit den gegebenen Mitteln irgendwie besser hinkriegen würde. So. Jetzt. Das war Inhalt, das war virtuelle Vertriebsoffensive. Und jetzt meine echt dringende Empfehlung. Fegen Sie sich die virtuelle mal irgendwie rein in die nächsten 6 Monate. Das ist schon geil, da machen Sie nichts falsch. Und selbst wenn Sie sagen, oh, was der Kapinski-Idiot da wieder vorgeschlagen hat, da schmeißen da die 50 Euro weg. Meine Güte, stellen Sie sich vor, Sie waren im miesen Restaurant essen. Sie haben keinen Verlust dabei. Potenziell haben Sie mit Sicherheit eine ganze Menge Gewinn dabei. Aber das ist nur das Warm-up für die echte. Ich scharre mit den Hufen, dass endlich die echten Vertriebsoffensiven wieder losgehen. Ich bin nur in der hier dabei, weil ich meine zweite echte Vertriebsoffensive, ich glaube, auf April hatte, April 2021 gebucht habe. Und jetzt so langsam, also ne, und dann dreht ja die Welt durch. Und jetzt so langsam ich einfach keinen Bock mehr habe, irgendwie alle halbe Jahr zu sagen, ja, nee, diesmal geht's immer noch nicht, diesmal geht's immer noch nicht, diesmal geht's immer noch nicht. Deswegen habe ich das mitgenommen, erledigt, so aus die Maus. Sobald die echten Vertriebsoffensiven wieder da sind, also die mit live, kann ich das nur dringend empfehlen. Das Feeling ist einfach für Leute wie mich viel, viel, viel geiler. Wenn Sie Stress auf Leute haben, wenn Sie Stress drauf haben, dass jemand Sie anspricht, wenn Sie Stress drauf haben, dass die Leute um Sie rum lächeln und lustig und fröhlich sind, gehen Sie da nicht hin. Wenn Sie Stress drauf haben, dass Sie auch mal von einem ziemlich schlechten Verkäufer ziemlich schlecht angequatscht haben werden, gehen Sie da auch nicht hin. Ist mir zweimal passiert. Sowas kann man ja umgehen. Ich habe Leute gesehen, die auf der Vertriebsoffensive rekrutiert haben. Keiner hat es elegant gemacht. Also zumindest die, die mich versuchten zu rekrutieren, haben es alle nicht elegant gemacht. Würde ich zur Vertriebsoffensive gehen, würde ich mir ein T-Shirt machen, wo hinten drauf steht, warum ich hier bin. Ganz groß, knallrotes T-Shirt und dann hinten drauf, warum ich hier bin. Was, also, wen suche ich, was will ich? Was biete ich an? Geiles Setup. Vertriebsoffensive in live ist richtig cool. Ein paar Tipps zur Vertriebsoffensive live. Nummer 1. Also, ich unterstelle jetzt, Sie wollen dahin und Sie wollen wirklich das meistmögliche mitnehmen und dazu gehört für mich, mit fremden Menschen reden. Das ist für mich ein Riesending. Sie haben keine Idee, was der andere Typin ihnen gegenüber, was der ist, was der kann, ob sie nicht zufällig ihren neuen Geschäftspartner gefunden haben, neuen Kunden gefunden haben, was auch immer. Vielleicht habe ich 2 Mitarbeiter gefunden. Werden wir mal sehen. Aus der Lameng heraus, weil ich aber mal ein paar Mal nachgefragt habe, interessiert war. So, wenn Sie zur Vertriebsoffensive physisch gehen, hätte ich ein paar Tipps, also aus der Erfahrung heraus. Der erste Tipp ist, gehen Sie kaufen Sie sich einen Platz oder kaufen Sie sich ein Ticket, wo Sie Plätze weit vorne entweder raus suchen können, das ist irgendwie nicht die Standardticket, sondern wo Sie irgendwie sowas wie ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber es gibt eine Ticketart, wo Sie als Erste reinkommen, sodass Sie sich vorne Platz reservieren. Da packen Sie dann Ihre Taschen und Jacken und sowas hin. Wenn Sie aufs Klo wollen, gehen Sie aufs Klo, sobald die Glocke sagt, es geht weiter. Sie können sich vorstellen, bis 3.000, 4.000 Leute wieder in dem Raum drin sind, haben sie genug Zeit, Pipi gemacht zu haben. Und sie müssen die Pausen nicht mehr Pipi verschwenden. Also, wenn ihnen das Gelbe in den Augen steht, dann natürlich vorher, ist schon klar. Aber so normalerweise, also so würde ich das machen. So, nehmen Sie sich was zu essen mit.
Gleiches Spiel. In Berlin war es ein reines Desaster. 4.000, 2.000, 3.000, keine Ahnung, wie viele Leute wollten innerhalb von 10 Minuten jeder irgendwie so ein Brötchen und ein Bockwürstchen haben. Zum einen waren die Sachen unanständig teuer, Verknappung. Zum anderen haben die einfach die Lieferung nicht voneinander gekriegt. Das war blanke Zeitverschwendung. Deswegen vorher zum Bäcker für irgendwie 2 Euro ein Baguette und nochmal für 2 Euro noch ein Baguette, fertig. Sie essen keine Kohlenhydrate, mir egal, nehmen Sie was anderes. Das stecken Sie in die Tasche und erledigt. Und zur Not, man kommt auch einen Tag ohne Essen über den Tag. Warum? Weil sie dann die Zeit nicht verschwenden müssen, irgendwie hinter Essen her zu sein. Und der Kohlenhydratspiegel geht runter, das ist doof. Also bereiten Sie das vor. Der dritte Teil, haben Sie gute Visitenkarten, möchte ich es nicht nennen, sondern gute Stücken Papier zur Hand, wo Ihre Kontaktdaten draufstehen und was Sie brauchen. Also ich habe eine Handvoll Visitenkarten bekommen und ich habe bei 2 nicht draufgeschrieben, warum ich mit denen irgendwas machen wollte oder sollte oder mich denen unterhalten habe. Und dann guckte ich einen Tag später auf dem Rückflug mir diese Visitenkarte an und dachte so, ja, und was war das jetzt? Keine Ahnung, hat sich erledigt, der oder diejenige hat sich bei mir auch nicht gemeldet. Und ich bekam Visitenkarten, total schick, schwarz, Hochglanz, auf beiden Seiten. Wo ich so dachte, du Vollidiot, wo ist mein Bereich, wo ich draufschreiben kann, worüber wir uns unterhalten haben? Machen Sie es schlauer, schreiben Sie drauf, wir haben uns, also ich würde nächstes Mal irgendwie so ein A6 Zettelchen vorbereiten, Logo drauf, mein Bild drauf, also mein Gesicht drauf, damit das wieder zu erkennen ist für Leute, die so wie ich eine Namensschwäche haben. Und dann draufschreiben, worüber wir uns unterhalten haben. Ich würde bei der Vertriebsoffensive, wie gesagt, nächstes Mal ein rotes T-Shirt anziehen, knallrot, und dann drucke ich vorne und hinten drauf, was ich will. Ich laufe durch Leute, die da sind, weil ihnen klar ist, wir verkaufen was. Wie verkaufen sie? Indem ihre Aufmerksamkeit hochgeht. Da dürfen Sie ruhig ein bisschen irre sein. Tragen Sie gerne einen komplett orangen Anzug. Und ich weiß, die Farbe Orange ist schon belegt. Aber machen Sie was raussticht, wenn Sie es ernst sind. Wenn Sie sagen, oh nee, du, ich gehe da nur hin, weil mein Schatzi mich da irgendwie hingezwungen hat, ja fein. Denn grauen Trainingsanzug und Kopf nach unten und so irgendwie Hoodie, Kapuze über den Kopf. Kann man machen, ist verschwendete Zeit. So, Vertriebsoffensive. Mein Vorschlag wäre, machen Sie eine Party draus. Machen Sie es richtig, richtig geil. Bereiten Sie es richtig vor. Und dann ab dafür. Und wenn Sie Lust haben, sagen wir mal ab Mitte 2021, so bis, je nachdem, wann Sie das hören, bis Ende 2022, melden Sie sich gerne bei mir, wenn Sie live zur Vertriebsoffensive gehen, irgendwie über LinkedIn oder sowas, oder Kapinski da suchen. Vielleicht können wir uns vor Ort treffen, abends im Hotel oder so, dann nehmen wir irgendwie noch ein Bierchen zusammen. Gehen Sie davon aus, der Tag wird ganz schön anstrengend. Also wir werden dann abends bestenfalls ein Bier nehmen und dann seile ich mich auch ab, weil ich den nächsten Tag mit noch Licht am Fahrrad haben will. Also ich will nicht bis zum Verlust der Muttersprache mit Ihnen Party machen. Aber wir können dann gerne nebeneinander hocken, wir können so eine Pause halten und so weiter und so fort. So, also das ist so. Genau, Vertriebsoffensive mit Dirk Kräuter. Geiles Programm, geiler Stoff, geil genug, dass ich glaube, dass ich Ihnen damit zumindest eine interessante Leben führen Episode hab bringen können. So, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.